Grüß euch Leute, Tauto wieder hier und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute ein News-Video, wie ihr schon am Titel seht. Leider haben wir für Europa wieder mal keine Online-Turnier-Infos gekriegt, obwohl jetzt für den Juni laut der Webseite dann die Ticketsverkäufe diesen Sonntag am Ostersonntag live gehen sollen. Ja, ich glaube zwar weniger, dass das TOs hier bei uns in Europa am Ostersonntag Verkäufe starten, halt aber trotzdem die Social Medias irgendwie im Auge oder die Discord-Server. Nicht, dass wir das nochmal so haben wie beim Frankreich-Event, dass die trotzdem online gegangen sind und Bandai es einfach irgendwie verschissen hat, also das Social Media-Team hinter der Webseite es verschissen hat, das zu posten. Also wie gesagt, haltet so lieber die Augen offen. Bis jetzt ist leider Stand heute Freitag, den 29. um 9 Uhr morgens, wo ich das jetzt hier aufnehme, so. Ist noch nichts bekannt an Events im Juni oder Juli. Also bitte verzeiht mir, falls danach irgendwas kommt und ihr erst danach irgendwann später das Video seht. Wie gesagt, das ist direkt hier am Freitag am 29. aufgenommen und verzeiht, falls danach was kommt. Auf jeden Fall, ihr seht hier das Championship für 2024, das Logo eingeblendet. Das ist auch ein Thema von heute. Und zwar folgendes ist passiert heute. Wir waren auf den Bandai Card Games Channel, wurde ja vorige Woche angekündigt, dass ein Video live geht. Das ist diese Woche freigekommen. Jetzt gerade vor 20 Minuten sind auf einmal für Dragon Ball. Ich glaube Tutorial-Videos oder irgendwie ist ja keine Ahnung. Wie man Dragon Ball Super Card Game Fusion World spielt. Egal. Auf jeden Fall, Bandai Next Plan, One Piece Card Game Englisch Version ist jetzt rausgekommen. Da redet Gavin, der kennt ihr sicher, wenn ihr japanische Streams schaut. Gavin redet dann mit Shun, den englischen Card Game, also für One Piece Card Game, den englischen Producer, und mit Kelly von Season Organized Play Events, also die, was für Bandai die Turniere machen, ist sie eine Managerin, eine Community Managerin. Für welche Region genau weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne für Europa weiß ich, dass sie das nicht ist. Wahrscheinlich für NA oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr informatives Video, auf jeden Fall, kann ich euch nur empfehlen. Und da wurden so einige Sachen angekündigt, auf jeden Fall. Aber bevor wir zu die Sachen kommen, noch eine kurze Info, Leute. Ganz kurze Info, die Treasure Cups sind wieder sehr attraktiv geworden, was das Pricing angeht. Wir haben hier für Mai und Juni jetzt hier, wurde heute das Pricing updated. Also wir haben hier ja im Europa No Heroes, Organized Play und also nur zwei No Heroes Events und ein Organized Play Online Event, alles Online Events natürlich. Ich weiß nicht genau, wann jetzt da die Raffle aufgelöst werden dafür, aber bei den No Heroes hieß es, dass jeder ein Ticket kriegt für eines der drei Events, was sie angemeldet haben. Also anscheinend haben sie da mehr als genug Plätze gehabt. Und wenn wir schauen, sind heute die ganzen Preise sind einmal mit Bilder updated worden. Wir haben hier jetzt dann mit dem Treasure Cup die Holodon. Die hat man schon bei den englischen Streams gesehen, gibt es das Participation natürlich. Dann haben wir das Event Pack Volume 3. Eben, ich glaube, das ist jetzt schon jetzt auch drin noch im Umlauf mit Monet, Law, Zorro und Yamato. Also das ist jetzt war jetzt bei den Regionals, glaube ich, auch dabei. Dann die Four Emperor Sleeves sind dabei als Impricing. Yamato, 5-Cost Yamato mit Goldrand. Ich glaube, das ist so Top 64 Pricing. Jetzt für den Treasure Cup selbst. Das ist die Opener 1 Art Art Yamato. Eben mit dem Goldrand und hier den Pfeilen, so wie da wie Marco und die alle. Dann haben wir hier eine 7-Cost Big Mom, auch mit Goldrand. Ich bin kein Fan von den Big Moms, aber es ist schon ein böses, wie ich sage, ich bin jetzt von der Karte an sich, also dass eine Lin-Lin ist, aber vom Charakter selbst, aber so vom Design her kann man nichts dagegen sagen. Also schaut sehr cool aus, vor allem auch hier Zeus, wie er so ziemlich grimmig reinschaut. Und hier haben wir noch für die Top, das dürfte dann 64, 32 und Top 16 sein. Also hier haben wir dann einen Kaido. Tenkos Kaido aufs Open 1, der aus einfach das komplette Board nuked. Schaut auch sehr cool aus. Dann haben wir für den zweiten Platz haben wir eine Playmate mit Tashigi und mit Smoker. Und ihr habt es jetzt schon hier gelesen, es ist ein fucking Uncut-Sheet im Preispool.
OP06-Preis Uncut Sheet. Und wir wissen ja, wie viel die Uncut Sheets bei den beim Championship gegangen sind. Da hier, also hier die kriegen nur der erste und der zweite. Und ich weiß nicht, bei wie viel Turnieren. Also es werden auf jeden Fall mehr davon im Umlauf sein, weil einfach mehr Turniere sind. Das heißt, bei uns in Europa werden insgesamt 6 Stück davon ausgeteilt. Jetzt mal bei den Treasure Cup. Jetzt mal wir müssen mal schauen, wie lang das die Anker Cheats jetzt im Preispool sind. Aber aktuell jetzt mal, aktueller Stand sind jetzt mal, werden jetzt mal 6 Stück vergeben. Das dürfte aber trotzdem einen guten Preis haben. Es ist immer noch ein Anker Cheat und Anker Cheats sind jetzt doch nicht so wie soll ich sagen, sind jetzt nicht das Normalste, also das ist schon sehr besonders, dass es für einen Treasure Cup ausgegeben wird. Ich bin halt gespannt, ob die auch bei den Regionals dann ausgeben werden, aber sowas hebt doch die Motivation an Treasure Cups mitzumachen, muss ich ehrlich sagen, weil Treasure Cups sind in letzter Zeit ein bisschen von dem Pricing her ein bisschen runtergefallen und halt hier die Winner-Matte mit Whitebeard, Yosu und Marco, auch ein schönes Design. Vor allem für die alten Whitebeard-Mains und vielleicht auch die zukünftigen Marco-Mains ist das vielleicht was man sich dann mal holen kann. So, kommen wir zu Dingen, was im Video besprochen wurden. Da wurden zum einen mal so, es ist im Großen und Ganzen ein Q&A-Video, kann man sagen, wo Community-Fragen beantwortet wurden. Da sind auch so Sachen vorgestellt worden, hier jetzt der neue Sleeves über EB01 wurde gesprochen, also es wurden wirklich ein paar Altarts gezeigt, auch die Manga wurde mal also wirklich real life, die haben die vor Ort gehabt, also wenn sie das sehen wollt, schaut es da gerne rein, auf jeden Fall, schaut euch generell das Video gerne an, aber wenn sie die Karten auch sehen wollt, die haben es da in real life gehabt, dann wurde auch noch angekündigt, dass eine zweite Devilfruit kommt, eben mit der Mera Mera Nomi, also Ace und Sabos Frucht, kommt jetzt dann als Devilfruit nochmal. Und wie sie jetzt die Dawn sollen dran angelehnt sein, genauso wie die Sleeves wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass eine Variante mit Ace und eine mit Sabo gibt. Mal schauen, wie sie das lösen werden und ob hier oben, ob das wirklich so ausschaut. Weil ich habe also wenn ihr den Fan-Leak gesehen habt auf X oder Instagram, die schaut dann doch besser aus als wie die. Also diese Concept Art, aber lassen wir uns überraschen, was wir dann im Endeffekt kriegen, was auf jeden und ob sie es diesmal schaffen, dass diese Devil Fruit als Stackbox fungieren kann. Ich werde das wieder testen für euch. Mal schauen. Dann wurden wieder Events angekündigt und zwar zum einen, also über die Events wurden halt gesprochen. Zum einen wurde angekündigt, dass Seal Battle Volume 2 im August kommt, also im Juli, August kommen die. Und im April können sich die Stores dafür anmelden. Wird interessant, wie das Pricing dort ausschaut. Bin ich dann wirklich drauf gespannt. Und es ist halt wieder Seal Battle, ist einfach wie Pre-Release. Jetzt bei uns jetzt, ist jetzt das eigentlich Seal Battle und Pre-Release sozusagen das gleiche Event, nur anderer Preispool. Da so ziemlich jede österreichische TO Rainbow Ruffy nimmt für das Event. Aber ansonsten, Seal Battle ist eigentlich das Event, wo Rainbow Ruffy eigentlich als Leader vorgesehen ist. Wurde noch geredet über die Teilnehmerzahlen bei den ganzen Regionals und Treasure Cups. Da haben sie sich Verbesserungen vorgenommen, dass sie die Kapazitäten auf 150% steigern. Das haben wir jetzt schon ein bisschen gemerkt, weil die letzten Online-Turniere waren jetzt da entweder Tausender-Turniere, also warum auch immer Raid & Trade nun 500er-Turnier gekriegt hat online, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich war das gerade noch so eins der letzten aus der Welle. Aber zum Beispiel das No Heroes Event, das Online Event waren 1000er Event, das Offline Event waren knapp 800er Event. Und die nächsten, ich glaube diese Woche, morgen und übermorgen ist ja in England drüben bei Organized Play Events wieder ein Offline-Turnier, so, nicht Online, Offline Regionals. Ich hoffe, das ist auch ein 1000er oder zumindest ein 700er. Also sie versuchen da wirklich ein bisschen mehr Kapazität reinzukriegen und hoffentlich auch mehr Turniere wieder reinzukriegen. Dann haben wir hier eine Sache. Zum einen, ihr habt es ja eh schon davon gehört,
die Store Regionals. Store Regionals sind, wie was die meisten wahrscheinlich vor euch nicht gesehen haben, sind nur NA-only. Das haben viele übersehen bei den Reddit-Posts, was da gemacht worden ist, war von der Kartmesse damals. Also das haben viele, viele übersehen, dass das wirklich nur NA-only ist. Wenn wir mal kurz ins Pricing reinschauen, ihr habt dann da ganz normal das Regional Pricing. Also da die erst im Juli beginnen, ist da zum Beispiel schon Event Pack 4 schon verfügbar. Also wenn ihr auf die Juli-Events, Juli-August-Events geht, dann seht ihr schon die Event Pack 4 Pricing. Also wir haben hier neue Promos mit Andres Rosa, Law, Sabo, der was gleiche Statline und Ability hat wie der Promo Ruffy, oder? War das ja auch ein 3-Kost, ja. Aber ist halt kein Tuke-Counter und braucht nur einen Don zum Beispiel. Auch interessant. Dann ein sehr guter Jimbe-Tuke-Counter auf jeden Fall und Rest on Play-Effekt mit Rest Up to One of your opponent's character für Cost 1 or less. Für die Hody Jones-Konnoisseure unter euch vielleicht sehr interessant, die Karte. Und ein Vanilla Momo. Den Momo hätte ich eher gesehen als eine Pre-Release-Karte oder eine Pirates Party-Promo, muss ich ehrlich sagen. Also als Event-Pack-Karte eine Vanilla ist doch. Also, dann haben wir hier normale Sleeves und ihr kriegt es auch wirklich bei den Store Regionals kriegen die Leute Offline-Finalist-Karten. Also, das ist krass. Und so schauen die Finalist-Karten aus. Sehr cool, finde ich. Wird ein 64er Event und es ist erstmal ein Testlauf. Das heißt, wir können wahrscheinlich. Oh, die kriegen auch noch einen Katakuri, kriegt der Champion auch noch. Also eine Katakuri-Altart kommt auch noch, was bis jetzt noch nicht angekündigt worden ist. Okay. Ja, und die kriegen das Katze. Die kriegen wieder das Kartset. Auch sehr cool. Also ihr seht, es sind nur 5 Karten, aber immerhin, die kriegen dann das ganze komplette Set. Das so viel zu den Pricing von den Store Championships. Die sind, wie gesagt, leider nur NA-only, aber das soll ein Testlauf sein, wie gesagt, und das kann sein, dass wir das ab nächstes Jahr, also 2025, dass wir die dann auch bei unseren Stores haben. Was wir aber haben, ist im September, da haben wir in alle anderen Regionen und natürlich wahrscheinlich auch NA, gibt es dann Store Treasure Cups. Also da bin ich gespannt, wie das Pricing da ausschaut und ich weiß noch nicht genau, wann die Stores sich dafür anmelden können. Also wenn es jetzt September ist, wahrscheinlich dann Juli, August oder so, irgendwie können sie die wahrscheinlich dafür anmelden. Ja, wenn man da schaut, Event ist Juni, okay, einen Monat davor, also das heißt Juli, August, hätte ich jetzt mal gesagt, dass sie da die Stores anmelden können. Eine sehr coole, interessante Meldung auch noch bekommen. Wir kriegen auch in Europa ein Bandai Card Fest, hat Kelly ja noch ziemlich zum Schluss angekündigt. Und es ist auch die Roadmap angekündigt, da schauen wir gleich rein, weil sie meinte, dass es eher zum Ende des Jahres kommt. Und wenn wir mal kurz in die Roadmap reinschauen, ihr kennt sie das schon von letzten Jahr, das ist die Roadmap für die ganzen zu den Championships und alles drum und dran, wie das Ganze läuft. Wir sind ja gerade hier jetzt gerade in Wave 1, die geht ja noch bis Mai, dann ab Juni startet dann die Wave 2. Da haben wir dann, wie ihr seht, haben wir und Amerika, also Europa und Amerika haben und Nordamerika so, haben in ein Championship-Finale. Also wir haben zwei Championships, Leute. Weil wenn ihr dann weiter nach hinten schaut, haben wir dann auch hier hinten auch nochmal. Ach, das habe ich jetzt abgecuttet, sorry. So. Wir haben hier nochmal ein Final. Und ich vermute mal, hier hinten beim zweiten Final wird dann das Cardfest. Das könnte mir als Cardfest vorstellen, weil das letzte wird das Championships Final Season 2 wird dann wahrscheinlich auch bei den Amis, also bei den NA auf jeden Fall als Ding sein, als Cardfest. Und dann gibt es halt wieder im März gibt es dann die Championship Finals in Japan wieder. Also diesmal im März. So, also wir sind jetzt im Wave 1. Ab Juni startet dann Wave 2. Das heißt, wir haben von Juni bis August haben wir dann die Wave 2. Wenn ihr schaut, hier unten Lateinamerika und Oceania, das sind die Grünen, haben nur Online- und Offline-Regionals und natürlich Treasure Cups natürlich auch, aber die zählen nicht dazu. Haben nur 3 Waves und dann halt einfach ihre Championships. Also die werden wahrscheinlich wieder nur einen stellen. Die Frage ist bei uns jetzt da, muss ich ehrlich sagen, bei NA und Europa, ob wir jetzt nur insgesamt 2 Slots kriegen.
also wirklich wieder zwei Teilnehmer-Slots oder pro Event zwei Teilnehmer-Slots. Kelly meinte irgendwas, dass sie da auch die Zahl erhöhen wollen, oder vielleicht meinte sie wirklich nur einfach die Kapazitäten vielleicht, oder eben, dass eben die damit gemeint sind, dass es zwei Events gibt. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr cooler, sehr guter Schritt auf jeden Fall. Und was sie auch gesagt hat, sie haben aus dem Feedback von NA haben sie jetzt herausgenommen, von ihrem Cardfest, die hatten ja massivere Probleme als wir mit ihrem Pairing-System, weil die hatten ja das Event kurz vorher von Invite-Only auf Free-for-All. Und für die Leute, die was einen Invite gewonnen haben, also das war ja Top 32 bei Regionals, habt ihr einen Invite bekommen. Also haben sie die Leute drüben einen Invite qualifiziert fürs Championship-Finale und haben ein Buy-In für die ersten zwei Runden bekommen. Also die sind aus der Runde 3 eingestiegen. Das lief aber so schlecht mit deren Pairing-System, dass die Leute nicht reinkriegt haben, zuerst am Anfang. Und dann haben dann auch nur, sind dann wirklich nur die Leute mit den Buy-Ins gegeneinander, also du bist wirklich nur mit einem anderen Buy-In gematcht worden. Also das war übelste Katastrophe da drüben bei denen. Und aus dem Feedback haben sie jetzt gelernt, also das heißt, NA wird nur Invite-Only sein. Also das wird wahrscheinlich auch ein Testlauf sein. Und so, wenn das gut läuft, dann hoffe ich, dass es das auch auf unsere anderen Regionen, also auch auf uns, Europa, Lateinamerika und Ozeane ausweiten, weil ich finde es ein faireres System, dass du die über dein Skill für das Finale für deine Region qualifizierst, als wie First Come, First Serve, muss ich ehrlich sagen. Und wenn die Leute dann eh schon ihre Qualifiers haben, also wenn die weiterhin toppen, dann geht es einfach um eins weiter. So war das halt letztes Mal beim Volksjahr auch bei den Amis. Das heißt, wenn einer von was schon einen Invite gehabt hat, toppt hat, dann hat einfach der nächste, der 33., 34. und so weiter, haben dann einfach die Invites dafür Words bekommen, also fürs Championship-Finale bekommen, fürs Regional-Finale. So. Und ja, auf jeden Fall, ich habe Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich, da ich von wieder vermute, dass hier bei unseren Events werden wir sicher wieder Warsi, Thai, Pocket Thai, na, TCG Thai hast du jetzt, und Co. werden dann wieder hier casten. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich keine Chance dafür haben. Aber ich werde halt schauen, dass ich dort als Judge wieder dort bin. Also da habe ich übelst Bock drauf. Genauso wie dann für die Store Treasure Cups stelle ich mich auch gern zur Verfügung als Judge. Oder wenn es möglich ist, dass ich mitspiele und auch mitjudge. Aber das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, das wird dann eher so sein, dass du wirklich einen eigenen Judges brauchst. Also einen Judge brauchst, wirklich der was über das Turnier schaut. Weil das geht dann doch um einiges an Pricing. Also wenn die gleichen so gute Promos sind wie beim Store Treasure Cup, als wie jetzt da, dann wird das glaube ich nicht funktionieren, dass du sagst, okay, du judgest und spielst nebenbei mit. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ja, das ist noch Zukunftsmusik, muss ich sagen. So, dann haben wir soweit alle Themen durch von den ganzen. Ich sag wieder einmal, war jetzt wieder ein bisschen viel Informationen. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Habt ihr auch Bock drauf auf die neue Season? Also an alles, was jetzt kommen wird. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und bin gespannt, wie Bandai das umsetzen wird. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir dann bald einmal wirklich mal mehr Events jetzt dafür Europa bekommen und nicht immer so im letzten Moment oder hinterrucks, wir haben doch ein Ticketverkauf. Aber egal, wie gesagt, da ist halt hauptsächlich Bandai schuld gewesen an der Misere bei Frankreich. Blöd war halt wirklich, dass es wieder mal Frankreich erwischt hat, weil wenn wir uns als Lyon Regions erinnern, das war ja von den Spielern, was man so hört, von Feedback her, das gerade das Schlechteste dieses Jahr. Aber ich schweife ab. Leute, ich wünsche euch allen frohe Ostern. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Wochenende bei den Streams zu den Birmingham, egal, England Regional. Ich werde morgen am Ostersamstag nur nicht das ganze Turnier casten können, nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, je nachdem, wann dann bei meiner Familie dann die Osterjause losgeht. Also, das will ich dann euch morgen dann sagen, also wenn ihr das Video schaut. Und ansonsten, wenn ihr das viel, viel später schaut, schon mal tschüss, baba, danke fürs Zuschauen. Aber für alle, die was jetzt das heute am Freitag sehen, eben kurze Info für den Livestream. Ja, wie gesagt, morgen Ostersamstag werde ich nur so lange streamen können, bis die Osterjause von meiner Familie losgeht.
und am Sonntag natürlich dann den vollen Top-Cut. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream jetzt dieses Wochenende. Bis dahin, ciao.